So, ich habe jetzt die benötigte Strecke entlang gehäkelt, auch immer mit Dreierstäbchengruppen abgezählt. Das habe ich jetzt auf dieser einen Seite gemacht und jetzt nehme ich mir die andere Seite. Und drehe sie entsprechend um, dass ich auch hier auf der Außenseite, das wird alles von außen dran gehäkelt, ne? Also das heißt, nicht auf links rumdrehen, auf die linke Seite rumdrehen, sondern alles von der Außenseite dran häkeln. Und hier zähle ich jetzt auch wieder ab, sollte ich eigentlich mit der Sicherheitsnadel abgesteckt haben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann bedeutet das, dass ich hier beginne mit den Dreierstäbchengruppen zu häkeln. Und häkel auf der anderen Seite quasi wieder nach oben. So lang, bis ich oben angekommen bin und kann dann mit einer Kettmasche das Ganze wieder zur Runde schließen. Und dass wir jetzt quasi dann eben kleinere Runden häkeln, bis so eine Röhre, ein Ärmel entsteht. So, ich arbeite jetzt entsprechend nach oben und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. So, ich bin jetzt hier oben wieder angekommen beim Anfang und steche wie sonst auch hier oben in die dritte Luftmasche ein und häkel eine Kettmasche, um die Runde zu schließen. Steche in das nächste Stäbchen ein und häkel eine Kettmasche daraufhin auch. Und jetzt ist ja hier dieser Übergang zwischen den beiden Seiten. Und hier wird dann in diesen Übergang einfach hier drunter durchgegangen mit der Nadel, den Faden geholt und auch nochmal eine Kettmasche gehäkelt. Dann drei Steigeluftmaschen und zwei Stäbchen direkt in diesen Übergang. Das gleiche haben wir hier unten dann nämlich auch, wo dieser Übergang ist zwischen den beiden Seiten und hier wird dann eben auch drei Stäbchen reingehäkelt und daraus wird dann auch eine Dreierstäbchengruppe und dann wird hier auch in jeden Zwischenraum drei Stäbchen gehäkelt, so wie sonst auch. Einfach genauso wie bislang auch bei dem Granny Square. Einfach drei Stäbchen in jeden Zwischenraum. Und so wie ich euch eben gezeigt habe bei dem Übergang, einfach drei Stäbchen häkeln. Einfach die Nadel unten durchführen und dann drei Stäbchen jeweils häkeln. Auch hier wird jede Runde, wie ich eben gezeigt habe, mit einer Kettmasche geschlossen. Dann zwei weitere Kettmaschen in die nächsten Stäbchen, eine Kettmasche in die Lücke und dann geht es wieder weiter mit drei Steigeluftmaschen und zwei Stäbchen, damit wir die nächste Dreierstäbchengruppe voll haben. Und so geht es Runde um Runde die ganze Zeit weiter, bis wir entweder den Bobbel aufgebraucht haben, sodass keine weitere Runde mehr häkelbar ist, oder aber so lang, wie wir unseren Ärmel jeweils haben möchten. Das heißt also, gegebenenfalls regelmäßig mal vor dem Spiegel anprobieren und mal schauen, ob die Länge jetzt so ist, wie man sie haben möchte, oder ob da noch was dran gehäkelt werden muss, oder ob es vielleicht sogar schon zu lang ist. Und ich häkel jetzt meinen Ärmel entsprechend weiter und dann zeige ich euch im nächsten Schritt, wie man die Arbeit beendet und wie es dann weitergeht. Ich möchte euch das hier nochmal an dieser Stelle etwas verdeutlichen. Ich habe hier zwei quadratische Zettel in etwa so wie Vorder- und Rückseite unseres Pullis, bevor die Ärmel dran gehäkelt werden. Das hier ist beides von der jeweils Außenseite, die Innenseite ist
innen. Also es ist nicht auf links gedreht, um es kurz zu fassen. Und wenn wir jetzt hier abgemascht haben bei dem einen Quadrat, dann steche ich hier durch diese Ecke wieder ein, durch diesen Luftmaschenbogen, mache hier die Dreierstäbchengruppe und nur eine einzige davon in der Ecke. Und dann gehe ich direkt rüber zu der anderen Ecke und mache hier das Dreierstäbchengrüppchen. Und dann habe ich hier im Endeffekt vorher abgesteckt, wie weit runter ich insgesamt gehe, um den Ärmel anzufertigen. Das kann man, wie gesagt, vor dem Spiegel am besten machen, dass man sich mit Stecknadeln oder Sicherheitsnadeln bewaffnet und guckt, wie weit man unter der Achselhöhle den Ärmel ansetzen möchte. Und dann zählt man die Stäbchengrüppchen ab nach unten auf beiden Seiten, damit das natürlich gleichmäßig ist, und häkelt dann immer in Runden die Dreierstäbchengruppen. Und zwar so lang, wie der Ärmel lang werden soll, beziehungsweise so lang, wie der Bobbe reicht. Ich hoffe, dass, wenn das eben nicht ganz so gut angekommen ist vom Verständnis her, dass ich es jetzt vielleicht anhand dieser quadratischen Zettel nochmal verdeutlichen konnte, wie das gemeint ist mit dem Ärmel dran häkeln. Und zwar von der Außenseite. Nicht, dass wir die Innenseite nach außen stülpen und das quasi auf links drehen und also eben, wie gesagt, die beiden Außenseiten müssen eben auch außen sein, damit wir den Ärmel dran häkeln können. Und ja, wie gesagt, danach wird abgemascht und dann geht es darum, diese beiden Stellen hier an den Seiten zusammenzunähen, hier unter den Ärmeln runter, und dass wir hier oben auf der Schulter jeweils auch ein Stück weit zusammennähen, damit wir eben das auf den Schultern tragen können, damit es nicht runterrutscht und damit wir hier dann eben auch so einen Halsausschnitt bekommen, wo der Kopf durchpasst. Und auch hierfür habe ich dann die Sicherheitsnadeln oder Stecknadeln genommen, um das abzumessen, wie weit ich von der Schulter aus in die Mitte nähen darf. Man kann das auch natürlich mit Kettmaschen zusammenhäkeln, nur als Info. Also wer nicht nähen möchte oder vielleicht nicht nähen kann, der kann das natürlich mit Kettmaschen zusammenhäkeln. Das muss dann natürlich aber auf links gedreht werden. Dann dreht man die Innenseite nach außen, wenn man näht oder zusammenhäkelt, damit die Naht später innen liegt. Und wie gesagt, dann auch anhand der Stäbchengrüppchen abzählen, damit man auf beiden Seiten das gleichmäßig hat und nicht nachher diese Seite länger ist als diese Seite hier. Das sieht dann natürlich ein bisschen schräg aus. Und dann machen wir das Gleiche. Ich blende euch jetzt mal ein Video ein. Wer gerne nähen möchte, aber keine Idee davon hat, wie man das vielleicht machen kann, wer noch nicht so gut im Nähen ist oder da noch nicht so erprobt drin ist, für den blende ich jetzt mal eine Beispielnaht ein, damit man das genau sehen kann, wo man da reinsticht und wie das Ganze dann aussieht. Und die anderen können natürlich gerne mit Kettmaschen das Ganze zusammen häkeln. Ihr könnt einfach den Faden irgendwo einfädeln an der entsprechenden Stelle und mit mehreren Knoten befestigen. Lasst bitte einen etwas längeren Faden dran, damit ihr den später gut vernähen könnt. Das zeige ich euch jetzt gleich dann im Anschluss nach dem Nähbeispiel, was ich euch jetzt zeige. Und dann ist der Pullover nämlich auch gleich fertig. Also viel Spaß! So, ich zeige euch jetzt anhand dieses Filzstückes, wie man diese Naht auch per Hand hinbekommt. Ich habe hier schon mal das Garn eingefädelt, und zwar habe ich es doppelt, wie ihr hier seht. Ich finde, das macht die Naht stabiler. Ihr könnt natürlich entscheiden, ob ihr den Faden auch doppelt legt oder ob ihr den nur einfach habt. So. Und dann geht's jetzt los. Ich steche von hinten ein, ziehe den Faden komplett durch . Dann steche ich daneben ein und komme direkt wieder raus. Das ist der erste Schritt. Dann gehe ich wieder zurück zu dieser Stelle
damit ich diese Lücke hier schließen kann und komme hier wieder raus. Dann steche ich daneben wieder ein und jetzt wiederholen sich die Schritte. Nicht zu fest anziehen, aber auch nicht zu locker lassen den Faden. Bei der Handnaht gilt das Gleiche wie bei der Nähmaschine, dass man immer eine gute Fadenspannung in Anführungszeichen hat, dass sich die Naht nicht kräuselt, aber auch nicht der Faden, dass der so angespannt ist. Achtet auch darauf, dass die Abstände zwischen den Lücken oder diese einzelnen Stiche nicht zu weit auseinander sind. Ich mache es jetzt nur für das Video etwas weiter, damit man das auch gut sehen kann. Und dann, wenn ihr am Ende irgendwann angekommen seid, stecht ihr wieder auf die Rückseite, auf die Unterseite. Und dort wird der Faden dann vernäht. Ich mache das so, dass ich hier nochmal einsteche und dann einen Doppelknoten mache. Vielleicht auch noch ein zweites Mal, damit der Faden auch wirklich fest sitzt und nicht nochmal aufgeht. Er kann dann nochmal ein bisschen durch den Stoff gezogen werden mit der Nadel, dass man da so durchsticht. Aber rein theoretisch kann er auch so dann abgeschnitten werden. So, und jetzt habt ihr die erste Naht per Hand genäht. Ich habe es jetzt hier leider, ist hier ein bisschen kruckelig geworden. Sollte natürlich etwas gerader sein, aber damit ihr eine Vorstellung habt davon, wie man diese Naht auch per Hand nähen kann. Hier seht ihr das Ganze nochmal von der Rückseite. Da ist natürlich immer eine Lücke dazwischen. Nicht, dass ihr euch wundert, wenn ihr das Ganze umdreht. Das ist ganz normal. Das soll so sein. Das entsteht so automatisch. Aber hier vorne sind alle Lücken geschlossen und eine gerade Naht. Also beim Fadenvernähen geht es einfach darum, dass man den Faden hier in dieses Häkelstück einarbeitet auf der Innenseite, sodass er sich dann nicht mehr lösen kann. Ich habe hier den Anfangsfaden, der ja bereits schon angeknotet war mit mehreren Knoten. Deswegen muss ich hier keinen Doppelknoten mehr machen und kann einfach ihn hier in einer beliebigen Stäbchengruppe, ich nehme das hier vorne, dann einarbeiten. Ich steche ein bisschen hier durch die einzelnen Stäbchen, damit ich an die gewünschte Stelle komme. Nicht zu fest anziehen den Faden, sonst kräuselt sich diese Ecke hier. Und dann gehe ich hier zu der Stäbchengruppe, wo hier unten der Anfang ist von den Stäbchen, wo wir immer durch die Lücken gehäkelt haben. Und steche hier unten durch die Gruppe mehrmals hin und her, damit der Faden gut in das Häkelstück hier auf der Innenseite eingearbeitet wird und sich dann auch nicht mehr so ohne weiteres lösen kann, nicht mehr aufgehen kann.
So, und wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, dann kann ich den Faden abschneiden. Das Ganze macht ihr dann natürlich auch mit allen anderen Fäden, die abstehen, Anfangs- und Endfäden jeweils. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann habt ihr die komplette Arbeit für den Pulli fertig und habt ein neues Häkelstück für euch, vielleicht ein neues Lieblingsstück. Und ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass ihr so weit zugeschaut habt und dass ich euch hoffentlich zu einer neuen Häkelidee inspirieren konnte. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne kreative Häkelzeit. Alles Liebe für euch, eure Romy. Bis dann. Tschüss.